Wir sind hinabgestiegen in das Loch, Leute. Ist das nicht spannend? Eigentlich sollte ich hier drin nichts sehen, bin ich der Meinung. Es kann sein, dass ich das ein bisschen gebackt habe. Wir sind jetzt links gegangen. Das war... Okay, also, kleine Storytime. Und zwar bin ich hier runtergegangen. Und der Part hat ja da geendet. Und ich habe da auch gespeichert. Und als ich aber runtergegangen bin, war alles schwarz. Dann habe ich gespeichert und dann bin ich aus dem Menü gegangen. Seitdem ist es hell und ich weiß nicht, ob wir nicht eigentlich eine Taschenlampe oder so für drin brauchen. Aber ja, wie es dem auch sei. Wir sind jetzt hier drin. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Ansonsten können wir jederzeit laden. Dann sind wir wieder am Anfang. Das ist natürlich tricky. Aber wir klicken uns voll durch. Sehr verdächtig, wie das hier. Okay. Oh nein. Wie fies. Jetzt brauchen wir einen Schraubenschlüssel. Also hierfür brauchen wir einen Spezialschlüssel. Ich weiß, wo wir einen herkriegen. Wir werden der Schraube drehen. Keine Ahnung. Aber ohne Werkzeug kommen wir sowieso nicht weiter. Ja, dann müssen wir zurück. Dann gehen wir halt nochmal raus. Da finden wir super einfach sicher hin. Weil, wie sollte man nicht rausfinden? Das war die ganze Zeit einfach nur die gleiche Richtung geklickt. Gehen wir zweimal links. Haben wir nie gemacht, aber ups. Alles gut, nochmal links. Jetzt geradeaus. Perfekt, jetzt rechts. Genau wie geplant, Leute. Ah, das passt ja perfekt. Hier kann man sich ja gar nicht verlaufen. Einmal geradeaus hier, wieder bei einer Vierfachkreuzung. Und da sind wir. Perfekt. Müssen wir die Stange behalten. Okay, das heißt, wir brauchen Werkzeug von dem Tankstellentypen, der zum Glück noch offen hat. Und wir brauchen die Taschenlampen, die wir bisher eigentlich nicht rausnehmen konnten. Das da hatten wir gebraucht. Eieiei, das ist auch sehr verdächtig, dass er den passenden Schraubschlüssel dazu hat. Also ich bin immer noch der Meinung, er ist nicht entlastet. Das, na, halten wir mal so fest. So, gucken wir. Ne, wir können die Taschenlampen nicht aufheben. Okay, das ist äußerst interessant. Das ist auch sehr verdächtig, dass wir die nicht aufheben können. Dann brauchen wir die vielleicht doch nicht. Aber wo kann man denn noch mit Licht ins Dunkeln bringen? Brauchen wir es überhaupt? Das werden wir jetzt sehen. Hier ist übrigens noch bei der Polizei so ein Ding. Was ist denn, wenn wir den aufbrechen? So war das. Und dann bin ich hier drauf gegangen. Dann bin ich einfach wieder auf Spielen gegangen. Da. Haben wir das Rätsel geknackt? Man weiß es nicht. Es ist spannend, Leute. Wo kommen wir hin? Wir gehen einfach mal hoch. Das müsste jetzt eigentlich genau das sein, wo wir herkamen. Ach. Ah. Deswegen waren wir sind hier rausgegangen. Ah, interessante. Cool. Aber das Ding ist, brauchen wir dann hier unten Licht? Weil, warum geht der Deckel überhaupt zu? Aber ich meine, wir können es hiermit austricksen. Aber das ist ja ganz klar nicht so beabsichtigt. Wobei ich mich auch frage, wie kommt man denn raus? Hier ist ja eigentlich dunkel. Wir gehen jetzt nochmal rein. Ich kann ja nicht mal was anklicken. Das ist ja das... Oder habe ich mich da verguckt? So, ich kann hier ja nichts anklicken. Da. Das heißt, eigentlich wäre ich hier jetzt stuck. Meine einzige Option ist es, das hier zu drücken. Also das ist schon ziemlich frech. Also wir sind gerade eben links und dann rechts gegangen. Das weiß ich noch. Dann sind wir anscheinend gerade rausgegangen. Dann links, ja. Oh, ja. Perfekt, ne? So macht man es, Leute. Da haben wir den Schraubenschlüssel. Easy. Ja, was bringt das jetzt? Jetzt ist hier offen. Sehr verdächtig. Ein Vogel! Was soll der uns bloß verraten? Okay, ein bisschen zurück. Ein bisschen. Wait. Das. Was? Was? Ich bin jetzt von da hinten nach hier gekommen, weil ich zurückgeklickt habe. Ich glaube, das war nicht der richtige Weg. Dann gehen wir diesmal rechts als erstes. Das ist clever. Damit haben die nie gerechnet. Wir könnten, wenn wir hier rechts gehen, das müsst ihr. Links geht es hier zum Hafen und rechts kommen wir unter das Haus von dem Wichser, der uns das Fax geschickt hat, dem Bastard. Da ist irgendwas. Okay. Lupe? Mit dem Brecheisen kaputt schlagen! Beweise vernichten? Hä? Sonne, Mond und Sterne? Sonne, Mond und Sterne. Dann war das falsch rum. Hä? Ich hab Licht angemacht! Hä? Was passiert hier gerade? Äußerst weird. Ist es jetzt heller? Wir können halt nochmal dahin klicken. Was hatten wir nochmal gemacht? Sonne, Mond und Sterne. Das ist ganz anders ansortiert gerade. Hä? Mond und Sterne. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Oder ob das gerade schon richtig war, was wir da eingestellt haben. Ich frag mich nicht, was hier gerade passiert, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, was das da sollte. Das Licht ist an, anscheinend. Vermute ich mal. Wir klicken uns so hart hier durch. Das hier ist
was ich gerade auslöse, nennt man Epilepsie für Farbenblinde. Weil die ganze Zeit nur schwarz, schwarz, schwarz. Wobei hier drin ja alles rosa ist. Bam! Bam! Wir sind drin. Wir sind drin, Leute. Jetzt gucken wir uns an. Ach du Scheiße. Ja. Keep out. $1000 fine. Wir haben nur 5. I. Ah. Yeah. Das Gefühl, das war's nicht. Okay, wir haben E, I, P, R, S, T. Eistee. Probieren wir mal das. Eistee ist es nicht. Ha. Huh. Das ist tricky. Was könnte denn der... Was soll ich denn den Tipp wissen? Jetzt komme ich von diesem Eistee nicht weg, weil ich reintrollen wollte. Ist die Frage, ist das ein deutsches Wort? Ist es ein englisches oder ist es ein Name? Weil es könnte ja vielleicht ein englisches Wort sein, weil das Spiel aus dem Englischen kommt. Hier, keep out. Und das nicht über... Also, dass das nur übernommen wurde. Okay, wir gehen einfach nochmal zurück. Gibt es hier noch eine andere Stelle? Das ist äußerst interessant. Wie kommen wir hier auf die Lösung? Stand was auf dem Fax? Ich glaube nicht. Aber dann müssen wir zurückgehen. Ja, Leute, ihr dürft mal dreimal raten, wer aus Versehen auf Escape gedrückt hat. Und wie ihr seht, absolut keinen Fortschritt hier hat. Das ist natürlich sehr super. Hupsa, ich habe natürlich nicht gespeichert, bevor ich auf Escape gedrückt habe. Wir sehen uns wieder gleich nach dem Schnitt. So, ich habe jetzt mal alles nachgeholt. Ich habe hier wieder aufgemacht. Ich habe auch dieses Mond-Sterne-Spiel da gemacht. Aber ich merke, dass das irgendwie nichts bringt. Ich weiß auch nicht, ob das... Also es macht es hier nicht heller. Wenn ich danach wieder hier reingehe, ist es immer noch dunkel. Ich frage mich immer noch, ob ich nicht vielleicht eine Taschenlampe brauche. Das hier, das gefällt mir nicht so sehr, wie ich das Ganze umgehe. Und ich würde mich gerne ein bisschen in der Kanalisation hier umgucken. Das ist mir doch sehr verdächtig hier alles. Das ist wieder das Minispiel. Da wollen wir nicht hin. Dann gehen wir wieder zurück. So, und dann kommen wir jetzt, wenn wir nach links gehen, müssen wir zur Leiter kommen. Jetzt. Ja. Was ist, wenn wir mal woanders hingehen? Wir sind ja bisher immer nur nach vorne so gesehen gegangen. Was ist, wenn wir mal nach hinten, so Richtung Tankstelle, Polizeipräsidium? Vielleicht finden wir ja hier irgendwas. Wir brauchen einen Code, damit wir dieses Eistee-Rätsel lösen können. Eventuell hat es immer noch was mit dieser Mond-Sonne-Sterne-Kombination auf sich. Also das ist äußerst offen hier. Und ich weiß auch nicht, was genau unser Ziel ist, weil wir verfolgen ja eigentlich so gesehen denjenigen, der aus dem Auto gegangen ist. Und wo ist der hin? Das ist halt die Frage. Das ist schon ziemlich verdächtig, dass er da einfach so abhaut. Wo sind wir jetzt? Wir haben einen neuen Ausgang gefunden. Aha. Okay, ich wusste nicht, dass da auch ein Gulli ist. Sehr interessant. Sehr verdächtig. Was ist denn, wenn wir erstmal hier lang gehen und zur Villa und da fragen, ob irgendwer geklingelt hat oder so? Das könnte ja auch sein. Wir können auch erstmal kurz in den Mülleimer gucken, bevor wir da klopfen. Da war damals nichts, aber vielleicht ist mittlerweile da was drin? Sieht nicht so aus. Nicht gut? Dann klingeln wir mal. Hallihallo! Ist hier jemand vorbeigekommen, der einen Autounfall hatte? Der einfach abgehauen ist? Ja, bitte? Was wollt ihr? Habe ich gerade gesagt. Wer seid ihr überhaupt? Das geht dich nichts an. Das ist nicht die Frage. Wir fragen. Wir stellen die Fragen, du antwortest. Detektive kann ich nicht gebrauchen. Okay. Super gut. Klingeln wir nochmal. Hallo, ist hier wer gekommen? Polizei, aufmachen! Hallo, 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 hallo. Okay, der ist uns nicht von Nutzen. Es ist aber trotzdem sehr verdächtig, dass der so asozial ist, obwohl vor seinem Haus ein Unfall passiert ist. Aber das hier ist immer noch das Komische. Jetzt passiert das hier. Und jetzt ist es dunkel. Ich kann hier nichts machen. Ich könnte, wenn ich hätte, auf eine Taschenlampe drücken oder so. Habe ich aber nicht. Ist nicht schlimm, wir können die warum auch immer nicht rausholen. Und dann mache ich das hier und es funktioniert. Aber ich finde, das Komischste ist halt einfach, dass nichts klappt. Wir gehen jetzt mal geradeaus. Wir sind uns nach rechts. Was ist denn, wenn wir jetzt geradeaus? Einfach nur geradeaus und uns so am Rande entlang schlingeln. Eine Sackgasse. Nicht gut. Also mein Gedankengang war halt wie folgt. Wir verfolgen denjenigen, der hier unten in der Scheiße rumschwimmt. Warum auch immer. Weil wenn man einen Unfall baut, dann wartet man ja nicht irgendwie auf die Polizei, sondern man rennt anscheinend hier runter. Ja, ne? Ich glaube, vielleicht sollten wir mal aus der Kacke hier raus und uns ein bisschen umhören oben. Vielleicht beim Tankwart oder so, ob der was gesehen hat. Vielleicht ist die Person ja auch irgendwo hingeflüchtet vor Schreck und nicht in die Scheiße schwimmen gegangen. Man weiß ja nie. Yo, Bro, hast du was gehört? Erst wenn man nicht mehr einschlägt. Hat er nicht. Das ist direkt neben ihm. Er sagt nichts dazu so, oh, noch eine Explosion. Nein. Ich hoffe, euch sehr verständlich von ihm. Niemals. Auf dem Fax steht auch kein Tipp wegen diesem Eistee-Rätsel. Hm. Vielleicht Telefon? Hallo, hier ist nochmal Titus.
gestern habe ich eine merkwürdige Gestalt mit Glatze hier rumlaufen sehen. Aha. Hat sich anscheinend an meinem Pickup zu schaffen gemacht. Aha. Als er mich sah, ist er schnell weggelaufen. Also, Augen offen halten. Sehr interessant. Vielleicht ist irgendwer hier am Bombenbasteln, nur die Person mit Glatze. Können wir vielleicht mal dein Pickup angucken, Onkel Titus? Oh, ja, können wir anscheinend wirklich. Ich wusste nicht, dass hier noch mehr Zeug ist. Hallo, Just, Peter. Hi. Und Bob. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Klar. Ich habe im Moment absolut keine Zeit. Ja. Untersuchst bestimmt irgendwie einen Bombenanschlag hier in der Stadt oder so. Nee, ach, muss wieder den Kaffee und Kuchen trinken. Faschin anders. Hallo, ihr Meisterdetektive. Hi. Ich habe gerade einen Kunden am Telefon. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Ach, was ein Zufall. Du hast mich ja nicht angerufen, dass dein Pickup irgendwie angegriffen wurde. Aber ist schon okay. Was denn, wenn wir hier reingehen? Oh, man kann doch noch nach oben. Okay. Vielleicht sollten wir auch wirklich erstmal rausfinden, wie wir an Taschenlampen kommen. Vielleicht müssen wir mal in den Shop. Es hat ja einen Sinn, dass wir Geld haben in diesem Spiel voraussichtlich. Dann gehen wir einfach mal hier rein und gucken, ob es hier vielleicht Batterien oder sowas gibt. Ah, hier sind schon mal Batterien. Ja, nimmst du das selber, du Wichser. Mann, Geizhals. So, ihr Wichser, jetzt habe ich euch. Bam! Jetzt haben wir eine Taschenlampe. Damit können wir jetzt bestimmt da reingehen und die auslösen. Hoffentlich halten die ewig, die Batterien. Und man muss die nicht irgendwie alle 5 Minuten neu kaufen. So, dann mal gucken, ob das klappt. Jetzt geht's hier aus. Und dann machen wir... Boom. Ja, gut. Gebracht hat das jetzt nichts, ne? Da sind wir aufs gleiche Ergebnis gekommen. Oh, hier ist eine Sackgasse. Okay, das ist interessant zu wissen. Wenn wir bei uns runtergehen, können wir nur noch geradeaus. Sonst kommst du in eine Sackgasse. Wir könnten mal zur Polizei. Hallo, du olle Schachtel. Was hast du uns wieder zu sagen? Ja, bla, bla. Bestimmt wollt ihr zu Inspektor kommen. Nein, wir wollen nur mit dir reden. Ist er da? Er müsste jetzt in seinem Büro sein. Ja, immer das Gleiche. Lass mich da einfach rein. Tag. Junge, wir haben ein Problem. Wir brauchen einen Code. Irgendwas mit Eistee? Hier schon wieder. Gibt es neue Informationen? Ja. Wir hätten diesmal gerne ein paar Informationen, oh. Mr. Cotter. Okay. Ich helfe, wo ich kann. Wie soll man da drauf kommen? Ich muss nur schnell diese Sache zu Ende bringen. Wir sollen uns umsehen. Und jetzt können wir uns hier umklicken. Ach, die Kanalisationspläne. Okay. Das ist... Soll das der Ausgang in Richtung Hafen sein? Ich schätze mal, dass wir hier runtergehen. Dann gehen wir mal geradeaus. Dann müssen wir uns entscheiden zwischen links und rechts. Dann gehen wir nämlich... Ah ja, das hier wird der Hafen sein. Das hier ist das Haus. Wenn wir zweimal nach hinten gehen und dann nach links, kommen wir raus bei wem anders. Das könnten wir selber sein, weil wenn wir nach hinten gehen, dann kommen wir zu einer Sackgasse. Ja, das hier ist der Schrottplatz. Ja, ja, das ist das Haus von dem. Aber das bringt uns prinzipiell nichts. Außer es gibt hier in diesen Sackgassen, wird es irgendwas geben, bringt uns das nichts. Das können wir aber noch kontrollieren. Ich würde übrigens nochmal gerne an den Computer die Fingerabdrücke gucken. Jeder hat fast eine Glatze. Dann können wir einfach mal gucken, welche Wichser haben eine Glatze, wenn die überhaupt hier eingespeichert sind. Und dann ist das schon BOOM. Ja, dann würde ich sagen, dann checken wir als nächstes mal die Sackgassen. So viel möglich. Wir müssen ja irgendwo müssen wir den Code herkriegen.